Leute, ich möchte euch mal ganz kurz unsere Horizon-Futterkörbe ein kleines bisschen näher bringen, weil ich glaube, dass diese in unserer Branche extrem unterschätzt werden und auch die Eigenschaften gar nicht so richtig klar sind, warum wir die haben, wofür wir die brauchen und warum die eigentlich wirklich richtig gut sind. Und zwar, wir haben diese Körbe in zwei verschiedenen Größen, einmal in klein und in groß. Den großen habe ich jetzt natürlich nicht dabei, weil ich wie immer sehr gut vorbereitet bin. Den benutze ich auch in der Regel wirklich sehr selten oder eigentlich gar nicht. Ich benutze eigentlich immer nur diese Größe, weil die halt einfach unwahrscheinlich tolle Flugeigenschaften haben. Die Körbe gibt es in 20, 30 und 40 Gramm. Und was der Vorteil daran ist, das erkläre ich euch jetzt. Und zwar ist es so, wir haben ein spezielles Design gewählt. Ja, wir haben hier diese Ritzen drin, die wie ein Dartpfeil fungieren, der quasi dem Korb im Flug sehr viel Stabilität geben soll und das auch tut. Das Blei ist in dem Plastik mit eingegossen, das heißt, ihr habt hier überhaupt keinen Rand, das ist alles glatt, das heißt, ihr habt hier keinen Luftwiderstand wie bei anderen Körben, wie ich das jetzt mal bei dem hier zeige. Hier hat man immer eine kleine Kante, wo halt Luft sich sammeln kann und den Korb abbremsen kann, das hat man hier nicht. Man kann hiermit deutlich weiter werfen, deutlich präziser werfen, was natürlich, gerade wenn man Wind hat, extrem wichtig ist. Des Weiteren ist dieser Korb natürlich aus Plastik, das heißt, auch die Eigenschaften sind so gewählt, dass dieser gut über Kanten drüber kommt. Gerade jetzt, sage ich mal, auch in den Gewässern, wo wir heute sind, wir haben hier eine steil abfallende Kante, die kommen zum Vorteil dadurch, weil sie halt extrem schnell hochkommen und man da gewährleisten kann, dass man mit Fischen an dieser Kante nicht hängen bleibt. Ja? Zum Befüllen, da wird auch oft gesagt, ja, die Löcher sind aber was klein, da habe ich Angst, dass da nichts rausfällt. Also es ist schon wirklich auch so gewählt. Ja? Aus dem einfachen Grund, ich zeige euch das mal, egal ob du wenig oder viel Futter füttern möchtest oder mehr Köder und weniger Futter, du kannst beides mit diesem Korb machen. Ich zeige euch das hier einmal ganz kurz, es ist auch easy. Ihr geht einfach in die Caster, sage ich jetzt mal rein, oder in die Maden. Ja? So, macht ein Deckelchen drauf, aber ihr seht jetzt schon, auch hier können die Caster an den Seiten entweichen. Etwas langsamerer, aber das ist halt gerade der Vorteil, wenn man den im tiefen Wasser angeln möchte. So, dann mache ich nur den Deckel drauf, zack, und habe meine ganzen Caster verschlossen und kann so gerade auf große Fische den Köderanteil erhöhen und den Anteil vom Futter reduzieren, weil gerade große Fische gar nicht so gerne Futter mögen, sondern eher nur Köder. Ja? Und wenn ich das Ganze halt umgekehrt haben möchte, ist das auch gar kein Problem. Ja, dann gehe ich hin, mache ein kleines bisschen Futter in den Korb. Ja, so leg mir meine zwei, drei Caster mit hier rein, wenn ich wenig füttern will, mache einen Deckel drauf und habe so sauber den Korb abgebunden. Hier kommt auch nicht so viel an Futter raus. Das heißt, das sammelt sich wirklich unten auf dem Boden, geht sauber auseinander. Und wir haben gezielt das Futter da, wo wir haben wollen, um dickere Fische zu fangen. Und jetzt noch eine andere Sache, wo ich ihn auch gerne einsetze, weil ich habe die ganze Zeit von tiefen Gewässern gesprochen, aber in flachen Gewässern hat dieser Korb noch einen Vorteil. Und zwar dadurch, dass er keine komplette runde Form hat, sondern so, sag ich mal, wieder diese Dartpfeilform hat. Wenn der Korb ins Wasser fällt, ist dieser extrem leise. Ja? Und dann gehe ich meistens hin, befülle den ganz locker mit Futter und schmeiße den dann ins Wasser in flachen Gewässern. Und der macht wirklich nur so ganz leicht Plütsch und erschreckt die Fische nicht. Wenn ich da einen anderen Korb nehmen würde, der ist dann wieder lauter. Und gerade wenn so 1,20 Meter oder 1,50 Meter Wassertiefe ist, erschreckt man dann die Fische schon arg. Und das ist mit dem natürlich dann auch einfach besser. Deswegen probiert sie mal aus. Lasst dann auch mal euer Feedback da und ich wünsche euch viel Spaß bei den nächsten Brassen, die ihr fangt.